Hallo und herzlich willkommen im Wald zur nächsten Waldfragestunde Nummer, ich glaube, 7 oder 8, weiß ich gerade gar nicht. Und zwar wurde ich zwei Sachen gefragt und kombiniere das jetzt in einem Video. Die eine Frage beließ sich darauf, inwiefern Jagd Aufgabe des Försters ist und was es mit der Jagd so in sich auf sich hat. Allgemeine Dinge zur Jagd, das muss ich wirklich in einem extra Video machen. Das ist nicht mal mehr eine Fragestunde, das ist Mammutprojekt. Die Jagd ist was ganz Komplexes, da gibt es ganz viel, was man da beachten muss, insbesondere neuerdings, nachdem sich die Meinungen der meisten Studierten und der alteingesessenen Jäger dann schon so im Großen und Ganzen ziemlich unterscheiden, ist das wirklich sehr komplex geworden, das Thema Jagd. Das muss ich mal ausführlich behandeln. Aber inwiefern die Jagd jetzt Aufgabe des Försters ist, lässt sich gut mit der anderen Frage kombinieren. Was denn überhaupt Aufgaben des Försters sind und was der so verdient. Fangen wir mal damit an. Was verdient ein Förster? Ist abhängig vom Bundesland, im Osten weniger, im Westen mehr. Es ist leider so, das ist natürlich ungerecht und blöd, aber so ist es. Minimum so 1800 brutto, wenn es ganz, ganz dumm läuft. Das hängt natürlich auch immer davon ab, wie groß ist das Revier, arbeitet der Teilzeit, arbeitet er die ganze Zeit, Vollzeit, hat er ein riesen sonst was Revier und was ist überhaupt seine Qualifikation? Förster kannst du ja mit mehreren verschiedenen Qualifikationen werden. Das hängt da auch nochmal so ein bisschen zusammen mit dem Preis, auch wie gut man eben beim Preis gepokert hat. Und eben, ob er nebenher noch jagt, spielt auch nochmal eine Rolle, aber gut. So 1800 brutto ist tatsächlich so das Wenigste, was man als Förster, wenn man wirklich als Förster arbeitet, noch verdienen kann. Dann ist man schon so, hat man so ein bisschen die Arschkarte gezogen. Es geht hoch bis in richtig, richtig hohe Beträge dann teilweise auch, aber das ist dann schon so ein ganz spezieller Revierförster, der so 4.500 brutto tatsächlich rausholt. Aber mit einem normalen Revierförster hat das nicht mehr so viel zu tun. Sonderfälle. So im Durchschnitt sind wir wohl so bei 2.500, so bundesdeutscher Durchschnitt, so 3.000 in den reicheren westlichen Ländern ist so relativ normal brutto. Also insgesamt in Anbetracht dessen, welche Qualifikation man braucht, um Förster zu werden und was für eine abwechslungsreiche, anspruchsvolle Arbeit das eigentlich ist, verdient der Förster sehr, 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 sehr wenig. Also da gibt es Jobs mit deutlich weniger anspruchsvoller Tätigkeit, bei denen man deutlich mehr verdient. Warum das so ist, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ich weiß es auch nicht. Beziehungsweise man kann es ganz, ganz lange erörtern versuchen, aber dann sitzen wir morgen hier noch im Wald und dann muss ich da hinten über meine Plane kriechen und übernachten, ohne Schlafsack und ohne alles, nur mit einer Isomatte und einer Schottlandkarte und einem Stativ und einer Kamera und meinem Hut natürlich. Gut, mit meinem Hut, der ist schon hilfreich. Ja, da geht schon was. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, Verdienst abgeklärt. So, was sind jetzt Aufgaben des Försters? Primär Waldbau. Heißt, der kümmert sich darum, dass Bäume gefällt werden, wo, wann, wie, nach welchem Prinzip und neue gepflanzt werden, ebenfalls wo, wann, wie, nach welchem Prinzip oder muss man überhaupt pflanzen oder kann man die alten so fällen mit einem solchen System, dass die natürlich am Boden aufkommende Verjüngung so gefördert wird, dass man überhaupt nichts mehr pflanzen muss. Das ist so aktuell gerade das Nonplusultra. Wenn man das großflächig überall hinbekommt, dann ist man ein sehr guter Förster, würde ich jetzt meinen. Woher suchen wir jetzt eigentlich alle mittlerweile auf dieses System umzusteigen, weil es einfach billiger ist als Pflanzen? Dann, der Förster bewacht irgendwo den Wald. Also man spricht auch vom Waldhüter gerne ein wenig. Das war früher, hat man immer so den Eindruck gehabt, als wäre das so die Primärfunktion des Försters, dass der gemütlich durch den Wald läuft und einfach aufpasst, dass da keine schlimmen Dinge passieren. Tatsächlich ist das eine der Aufgaben des Försters, aber bei weitem nicht die zeitintensivste. Dafür hat er kaum Zeit und das läuft auch ganz bestimmt nicht gediegen ab und meistens läuft er auch nicht durch den Wald, sondern fährt mit dem Auto, weil er sonst einfach zeitlich nicht schafft. Wir wollen nicht Auto fahren, wir Förster oder wir forstlich Tätigen. Wir müssen es einfach, weil wir sonst die Strecken nicht hinkriegen, die wir da zurücklegen müssen. Ja, und dann schaut er tatsächlich links und rechts, ob alles in Ordnung ist. Wenn er irgendwas findet, was nicht in Ordnung ist, kann er das entsprechend beanstanden. Der Förster ist als Jagdschutzberechtigter durchaus
auch berechtigt, also gerade eben, wenn es halt eben der forstlich Angestellte plus Jäger ist, dann, ich erspare euch die Fachbegriffe, aber dann hat er das gleiche, die gleiche Funktion wie die Polizei, solange er in seinem Revier unterwegs ist und die gleichen Rechte und Pflichten wie eben ein Polizist. Hatte ursprünglich so den Sinn und Zweck, dass man einfach Wilderer, die er findet, direkt festnehmen kann, eben auch unter Anwendung von dem unmittelbaren Zwang. Also Gewalt im Prinzip. Was es halt auch schon häufiger gegeben hat, vor allen Dingen früher, dass es dann wirklich Schießereien zwischen Wilderer und Förster gab. Ein Vorfahr von mir, der Förster war, ist tatsächlich bei so einer Schießerei ums Leben gekommen und es gibt jetzt eine, ein Denkmal im Walde an der Stelle, an der er halt erschossen wurde, von einem Wilderer, der da wohl irgendwie von ihm gestellt worden ist und dann dummerweise schneller war. So Wildwest-mäßig. Irgendwie sowas. Ja, dann überwacht der Förster natürlich dann auch die Holzernte als solche. Also sprich, wenn dann Holz geerntet wird, das macht er ja nicht selber, aber dann kommt er immer mal wieder vorbei und guckt, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Weist vielleicht genau nochmal darauf hin, wie das jetzt genau funktionieren soll und sanktioniert eben entsprechend Fehler oder sagt, so geht's nicht, wenn eben diejenigen, die die Holzernte betreiben, Fehler machen. Das sind teilweise eigene Arbeitskräfte. Meistens sind es irgendwelche Unternehmen, die extra sich darauf spezialisiert haben, die man sich dann quasi in den Wald holt und denen sagt, jetzt fällt mal hier und ich komme dann nachher mal und guck mal, ob ihr das auch richtig macht. In der Regel machen sie es richtig, sonst würden sie keine weiteren Aufträge bekommen. Also das funktioniert schon alles ganz gut. Was macht so ein Förster noch so? Theoretisch kann er sich auch noch um die Wege kümmern, also Wege Instandhaltung und eventuell Neuwegebau. Neuwegebau macht man selten, weil das Wegenetz in Deutschland größtenteils im Wald überall so ausgebaut ist, dass man da nichts Neues mehr machen muss. Eine Ausnahme sind die Alpen, da werden noch Wege gebaut. Ein paar Mittelgebirgen vielleicht auch noch, das weiß ich nicht so genau. Da passiert aber eigentlich in der Regel nicht mehr so viel. Was macht er noch so? Er verkauft natürlich auch Holz. Es gibt also auch Revierförster, das sind meistens dann welche, die auch noch so zusätzlich ein paar gehobene Aufgaben haben und im entsprechenden Forstamt der stellvertretende Chef sind oder solche Späße. Die verdienen dann übrigens auch eben das viele Geld. Aber rein technisch gesehen sind das dann immer noch Revierförster und die kümmern sich dann auch gerne mal um den Holzverkauf. Innerhalb des Forstamtes ist es oft so, dass dann manche Leute sich auf bestimmte Dinge spezialisiert haben. Es gibt zum Beispiel einen GIS-Spezialist. GIS ist globale Informationssysteme. Geografische Informationssysteme, so heißt es. Entschuldigung, ich verwechsel das jedes Mal. Das ist halt eben nochmal so... Hardcore-Kartenanwendungen im Prinzip, also so Google Maps für voll Profis, in Anführungszeichen. Das ist so kompliziert, dass es da schon wirklich jemanden braucht, der das so richtig, richtig krass gut beherrscht. Als einzelner Mensch, der das nur so ein bisschen kann, kann man damit nur wenig anfangen. Also entweder kann man das halt gleich richtig hardcore oder man kann da fast wenig mit anfangen. Und da gibt es halt eben dann so Leute, die darauf spezialisiert sind. Aber theoretisch sind das alles so Aufgaben, die der einzelne Förster auch so einigermaßen beherrschen müsste. Es gibt auch durchaus Forstbetriebe, die so ein Ein-Mann-Betrieb sind. Und da muss dann der eine Mann, das hat tatsächlich auch alles irgendwo selber auf ein Level können, dass er damit arbeiten kann. Das ist auf jeden Fall auch noch was. Da gehört ganz viel Schreibtischarbeit dazu, dass man alles, was man da quasi an Holzanfall hat, muss man verbuchen, muss man aufschreiben, wo ist das angefallen, wie ist das angefallen, wo habe ich das einsortiert, an wen möchte ich das eventuell verkaufen, wenn ein Holz verkauft wurde und abgeholt wurde im Wald, nachdem es lange Zeit dann am Waldweg lag. Kennt ihr ja, diese großen Haufen Holz, die da rumliegen, nennt man Polter. Da muss man das natürlich auch alles dokumentieren. Man muss auch für öffentliche Aufgaben da sein. Das ist einerseits Bürokratie, einfach weil man erreichbar sein muss. Die meisten Förster haben auch eine Sprechstunde für Bürger, die da theoretisch hinkommen können, die nerven. Passiert in der Regel nicht so häufig, aber die Möglichkeit zumindest sollte in der Regel da sein. Der Bürgermeister will mal was, der Gemeinderat will mal was, die Feuerwehr will mal was, die Polizei, das gibt es auch schon oft, gibt's auch relativ häufig, dass irgendwas im Wald an Straftaten passiert. Das ist ja tatsächlich immer noch so, dass im Wald gerne mal irgendwelche Verbrechen vertuscht werden und derlei Dinge. Die passieren weniger im Wald, die werden im Wald nur vertuscht. Und dann muss die Polizei halt auch wieder mit dem Förster zusammenarbeiten. Sowas nimmt echt enorm viel Zeit in Anspruch. Dann hat so ein Förster auch mal hin und wieder durchaus mal einen Praktikant und muss dem irgendwas beibringen, mir zum Beispiel.
dann macht er Führungen, teilweise für Schulklassen, für Senioren oder sonstiges. Also ein gewisser Anteil bei der Arbeitszeit des Försters sollte auch immer der Waldpädagogik, also dem Weitergeben von Informationen zum Wald, zufallen. Bei mir ist das irgendwie so der Hauptanteil, stelle ich eigentlich gerade fest. Das sind also auf jeden Fall auch noch so wichtige Dinge. Und jetzt zur Jagd, das ist ja jetzt so der Knackpunkt. Die Jagd muss der Förster auch auf jeden Fall beaufsichtigen. Oft auch stellt er quasi zusammen mit den anderen Förstern, und das ist auch wieder sehr kompliziert, genaue Pläne auf, wie viel von welcher Wildart geschossen werden soll oder muss oder nicht mehr als das darf. Das ist auf jeden Fall Aufgabe des Försters. Selber mitjagen ist eigentlich optional, muss er nicht zwingend, machen die allermeisten aber trotzdem, weil es ihnen dann halt auch nochmal berufliche Vorteile bringt. Es macht ihnen meistens auch Spaß und man wird bei der Jägerschaft einfach viel, viel, viel besser ernst genommen, wenn man selber auch Jäger ist. Das mit dem selber kein Jäger sein, aber den Jägern sagen wollen, was sie zu tun haben, ist sehr, sehr, sehr schwierig. Daher setzen die meisten Forstämter und großen Forstverwaltungen, Landesforstverwaltungen und solche Dinge, setzen eigentlich voraus, dass man den Jagdschein gemacht hat. Aber eigentlich ist es nicht Pflicht. Also es gibt, der Försterberuf ist im Prinzip Jagdschein unabhängig. Aber, ne? Also theoretisch nein, praktisch fast immer ja. In 95% der Fälle. Jo. Das ist im Wesentlichen das, und was halt noch so anfällt. Auch die Buchhaltung, Rechnungen schreiben, keine Ahnung, E-Mail schreiben, sich um seine Jägerchen kümmern, das kann man mehr oder weniger gut machen, dass man mit denen, sagen wir mal, einmal pro Monat zum Jägerstammtisch geht und solche Sachen. Also so ein Förster-Dasein ist schon so ein Job, wo man hat schon offiziell Feierabend und den nimmt man in der Regel auch wahr, aber es kann halt durchaus auch mal sein, dass dann abends nochmal irgendwas anfällt. Und man hat auch einen Bereitschaftsdienst, das wird dann meistens unter verschiedenen Förstern im Forstamt aufgeteilt, dass wenn irgendein halbtotgefahrenes Reh am Straßenrand liegt, muss man ja den Förster rufen, damit der es dann endgültig erschießt, oder halt eben den da an dieser Stelle zuständigen Jäger. Da man den nicht erreicht, weil der halt eben eigentlich nicht die zuständige Person für so einen Job ist, müsste es dann der Förster sein. Und wenn der dann keinen Jagdschein hat, macht es das dann wieder schwierig. Dann muss der nämlich wieder irgendjemanden mitbringen, der den Jagdschein hat. Also man braucht ihn eigentlich schon. Naja, aber jetzt labere ich nicht weiter um den heißen Brei herum. So schaut's aus. Ich denke, die Frage ist damit einigermaßen beantwortet. Und dann das Übliche. Macht's gut. Schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.